Ha, Lilo, kurzer Tipp. Ubuntu Software Center. Das sollte nach unserer Meinung wohl eher so aussehen, wie es hier aussieht. Und zwar ohne die Banner, Ads und die, was weiß ich, zum Kaufen billige Zeitschriften, bla bla bla. Und damit das hinterher so aussieht wie hier, kurzer Tipp. Ähnliches hatte ich schon mal gemacht. Sudo nano user share software center ui gtk3 views cut view unterschrift gtk.py. Das editieren wir mal. Und wir suchen nach Steuerung W tippen. Banner Ads. Und kommentieren das hier aus. Ne? Self-append Banner Ads. Das hatte ich schon mal gezeigt. Und zusätzlich müssen wir dann noch Folgendes auskommentieren, damit das andere auch noch verschwindet. Self-append what's new. Also was gibt's Neues? Und da drin sind halt viele Werbedinger und ähnliches, was mir zumindest nicht gefällt. Self-append top-rated könntet ihr auch noch ausblenden, wenn ihr das nicht wollt. Mit Steuerung O könnt ihr das speichern, Steuerung O drücken und Enter drücken, dann ist das geschrieben, Steuerung X beenden und dann ist das gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.